Hallo zusammen, heute spielen wir eine Runde Corekeeper 0.38. Ich führe meinen Stand fort vom letzten Mal und versuche den zweiten Boss jetzt dieses Mal zu erwischen. Wahrscheinlich versuchen wir den hier zu erwischen, der hier sich im Kreis bewegt. Oder wir finden hier noch was Cooles. Hier habe ich nämlich ein... na cool. Übertrieben, aber hier ist eine Höhle mit ekligen Larven. Da müssen wir nur aufpassen. Weil hier waren gerade ganz viele Maden und Larven. Wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, dann könnt ihr das bestätigen. Ich bin fast platt. Nein, hier sind wieder Maden. Ich laufe ja voll durch die Säure. Keine Fackeln mehr. Günstig, dann machen wir doch noch welche. Aber ich sollte mich in der Zeit nicht angreifen lassen. Irgendwie mögen die keine Fackeln, die machen die jedes Mal weg. Blödes Viech. Ekelhaft. Also die spawnen ja relativ schnell, wie das aussieht. Ich geht. Ach Scheiße, hätte ich sie doch davor kaputt machen sollen. Ja toll, jetzt haben wir die Brühe die ganze Zeit oder was? Das rein, ey. Hier geht's. Boah. Wo sind wir denn hier? Die vergessenen Ruinen. Okay. Das ist ein bisschen gechillter. Aber was gibt's da oben? Da muss ja irgendwas Spezielles geben, hey. Das hört echt nicht auf mit den Viechern. Das sind so viele. Mist. Und keine Fernkampfwaffe mehr. Das hier, da brauche ich einen Bohrer dafür, sagt er mir. Eine Karotte, Karok. Ah, hier brauche ich einen festeren Bohrer. Okay, also ich sehe, hier brauche ich schon wohl Zinnausrüstung.
Ja, hier ist schon ein bisschen härteres Gestein. Ja, jetzt ist unsere Spitzhacke kaputt, die muss man jetzt reparieren. Wie weit bin ich vom Tisch entfernt? Der ist hier. Das ist echt immer ein bisschen blöd. Ich komme hier aber auch nicht drüber, oder? Kann mir abkürzen. Nein, jetzt nimmst du wieder auf, bitte. Sind das nicht mehr? Letztes Mal schon so rumprobiert, dass er das irgendwie wieder aufnimmt, das Item. Nur das wollte er nicht so recht. Also ich versuche jetzt hier mal einen Reparaturtisch zu bauen. Dann brauche ich nie extra wieder zurücklaufen. So. Reinlegen. Überhaupt hier so eine Ausrüstung. Das ist gut. Und ihr seht, es dauert so schon recht lang. Was war das jetzt? Eisenerz. Eigentlich schon besser als wir brauchen. Oh, da geht's ab. Wenn ich da wirklich hin sollte, jetzt schon wieder. Vor allem der Nahkampf mit dem, das kann nicht gut ausgehen. Oh, der kann schon schießen oder was? Was macht denn der? Scheiße. Hey, macht er den Block kaputt oder was? Ja, deutlich mühsamer hier die Wände. Jetzt wieder die halbe Axt, Spitzhacke wieder runtergerockt.
seht, der Tempelbereich hier, der ist hier so unterhalb von dem Waben-Maden-Lager. Wenn ich jetzt eine Brücke bauen kann, dann kann ich da vielleicht drüber. Ich glaube, an der Stelle geht es nicht. An der anderen ist es gegangen, hier wo wirklich Wasser ist. Aber ich glaube, an dieser Schlucht kann man sie nicht bauen, oder? Ah, doch. Praktisch. Jetzt habe ich eine Abkürzung. Um das Lager herum, heuer sauber. So wollte ich das doch. Feld anlegen, aber eigentlich Bäume wachsen aktuell so viel überall wild, dass ich jetzt gerade keine Pflanzen brauche. Noch nicht. Aber natürlich ist es gut, die Samen da zu haben. Für Holznachschub, für später. Ihr seht, also ich habe jetzt immer wieder Holz. Ich habe in den Truhen Holz, ich habe 500 Holz dabei oder so. Also ich verbrauch's ja auch trotzdem immer gerade aktuell. Oh. Und jetzt? Beeindruckt das den? Nicht wirklich, oder? Habe jetzt nicht den Eindruck gehabt. Wohin ranchst du? Muss mal jemand entgegenkommen. Die geht schon wieder so eklig im Maden. Ey, warum sind meine Waffen jetzt vertauscht? Also weil ich die ganze Zeit Shift gedrückt habe. Ja, mit Shift könnt ihr nämlich schnell die Fackel in der Hand halten, aber auch mit Rechtsklick dann platzieren. Das ist eigentlich ganz praktisch. Intervall der Gegner hier kommt. Ich weiß nicht, wie schnell der ist. Ich glaube, der ist nicht so schnell. Braucht schon eine Weile, bis der wieder hier ankommt. Der geht halt einmal im Kreis, so viel weiß ich. Nee, soll's nicht essen. Oh Mann, wo ich keine Fackeln mehr habe. Hat er das denn in den Slot getan? Nein, nicht. Don't eat it so. I don't need it raw. I need it cooked. Kerle, oh Gott. Das ist doch voll die Verschwendung.
Jetzt müsste der Gegner gleich mal wieder vorbeikommen. Zinn, wie das aussieht, oder? Das brauche ich nämlich eigentlich. Zinn suche ich schon die ganze Zeit mal wieder. Nur irgendwie Zinn ist schon rar. Ich kriege ja schon irgendwie Eisen jetzt, aber ich habe noch gar keine Eisenrezepte, wie das aussieht. Weil ich wahrscheinlich erst ein bisschen mehr Zinnsachen machen muss. Ne. Ah, Junge, wann kommt der Gegner wieder? Das ist jetzt schon ewig hier eigentlich. Also ich hätte deutlich schneller gedacht. Und was habe ich hier entdeckt? Das ist auch so ein Bereich. Ja, falsche Baustelle. Gold. Und wieder die ganze Tasche voll. Mann, echt, ey. Das ist blöd. Das ist irgendwie so blöd, ist das. Es hört halt auch gar nicht mehr auf mit diesen Bereichen, wo ich irgendwas aufdecken kann. Kann ich halt Kilometer noch laufen. Ich habe das ja auch mit dem Angeln noch nicht so intensiviert. Könnte man ja echt noch ein bisschen beherzter machen. Aber ich habe so schon die ganze Zeit keinen Platz. Na, Claywall, ne? Vielleicht Clay baue ich vielleicht gerade noch. Baumsamen, Tschüssikowski. Ja, so ähnlich. So ähnlich habe ich es gewollt. Alles irgendwie blöd. Ja, den kann ich irgendwo hinstellen. Das ist auch verbraucht. Das Falsche genommen. Ich brauche den Werktisch. Ja, ich wollte eigentlich hier nicht so tausende verschiedene Orte, wo ich produziere, aber das ist mir immer zu blöd, durch die ganze Karte zu laufen. Echt, hey. Also das nervt. Ja, wieder das Falsche. Hey, Mann. Ich brauche jetzt erstmal den Kochtopf. So, Kochtopf. Machst du mir jetzt cooles Essen, bitte? Irgendwelche Sachen raus, die ich noch gar nicht habe. Ich habe wieder keinen Platz. Gooey Mushroom Soup. Oh, ich werde angegriffen. Oh mein Gott. Nein. Oh, ich habe echt gepufft. Oh, Scheiße. Warum kommen die denn da her? Kacke. Das war nicht gut. Autsch. Und das Zeug mal wieder nach Hause bringen. Ja, sehr klar, ey. Gleich reparieren, bevor ich zu weit weg bin.
Sehe ich keine Fackeln mehr. Ja klar, jetzt komme ich da nicht rüber. Das. Ach nö. Wasser da unten, sonst wird es nicht so glänzen. Fischbestände oder so. Nun gut, ich wollte eigentlich mehr mein Zeug holen. Und wir kommen näher an meine Sachen. Was geht denn hier? Und ist hier überall Erde weg. Ich muss so lachen. Dachte, ich komme irgendwie anders hin, aber nö. Mal kurz was mampfen. Läuft dann ja wieder schneller. So gute. Thank you.
Na, schaffe ich es noch mal irgendwann mal hier Richtung meine Sachen? Hey, das ist ja voll der Weg, ey. Ist ja klar, auf den letzten Meter verreckt die Pickaxe dann, ist ja klar. Come on! Ich will nur meine Sachen holen kurz. Okay, wir sehen, also ich habe hier auch überall Fackeln gehabt, aber das ist wohl nicht mehr da. Loswerden. Dann habe ich jetzt mein Zeug wieder. Ich freue mich, dass ihr so weit zugeschaut habt. Bei der nächsten Folge versuche ich hier den Boss hier mal zu erlegen. Jetzt haben wir auf jeden Fall genügend Zinn und so. Das sollte man noch was machen können. Freut mich, dass ihr wieder zugeguckt habt und bis zur nächsten Folge. Ciao.